Herzlich willkommen zur digitalen Abschlusspräsentation des kooperativen städtebaulichen Werkstattverfahrens Blankenburger Süden. Wir sind Mario Abel von JLOZ Und Dirk Christiansen von BGMR Landschaftsarchitekten. Gemeinsam haben unsere beiden Büros das Team 1 mit der Aufgabenstellung Wachstum am Stadtrand gebildet. Der Blankenburger Süden ist eines von 14 neuen Stadtquartieren in Berlin und eines der größten und komplexesten Siedlungsprojekte in Deutschland. Auf einer Fläche von rund 150 Hektar, teils brachliegender, teils noch genutzter Gewerbeflächen und landschaftlich geprägten Rieselfeldern gilt es heute, ein neues Stück Stadt für rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu gestalten. Das Entwurfsgebiet liegt im Berliner Bezirk Pankow, ca. 7 Kilometer nordöstlich des Alexanderplatzes und zugleich nur 4 Kilometer von der Stadtgrenze zu Brandenburg entfernt. Am Rande der Kulturlandschaft der Malchower Aue gilt es, ein neues Stück Stadt zu gestalten, welches sowohl von den zentralurbanen als auch von der ländlich-randstädtigen Lage profitiert. Den daraus entstandenen Entwurf mit dem Titel Leben mit der Landschaft möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun im Folgenden gerne detailliert vorstellen. Als ersten Schritt einer Annäherung an den Ort haben wir das Gebiet in seiner historischen Entwicklung genauer betrachtet. Wir haben einzelne Schichten sowohl von geologischer und landschaftlicher Entwicklung als auch von baulicher Überformung identifiziert. Die Auswirkungen dieser Prägungen sind bis heute spürbar und verleihen dem Ort seinen besonderen Charakter. Unser Team widmete sich diesen Themenkomplexen unter besonderer Berücksichtigung der randstädtischen Situation vor Ort, der Vernetzung mit den beiden bereits bestehenden, historisch gewachsenen Ortskernen Blankenburg und Heinersdorf sowie den weiteren angrenzenden Siedlungs- und Kleingartenbereichen. Besonders prägend ist die leicht hügelige Topografie mit der benachbarten Erhebung des Mörderbergs und die Verbindung zur Malchower Aue. Außerdem sind die baumbestandenen Wege, die der landwirtschaftlichen Nutzung dienen, aber auch von Spaziergängern rege genutzt werden, von hoher Qualität. Als ehemalige Rieselfelder spielt das Element des Wassers eine wichtige Rolle im vorhandenen Landschaftsbild. Die Gewässerlinien des Fließgrabens und des Schmöckpfuhlgrabens sind vor Ort auch heute schon prägend und erlebbar. Diese landschaftlichen Gegebenheiten gilt es also, in die weiteren Planungen zum Blankenburger Süden mit aufzunehmen und ihre Stärken als identitätsstiftende Elemente in die zukünftige Nutzung zu integrieren. Das Plangebiet selbst ist in großen Teilen heute nicht bebaut. Einige Teile sind oder waren in der Vergangenheit gewerblich genutzt. Dies betrifft die Teile des Gebiets in Heinersdorf und den Bereich um den Blankenburger Pflasterweg. In der direkten Nachbarschaft finden Sie kleinteilige Einfamilienhaus- oder Kleingartengebiete mit dörflicher Prägung. Diese prägen den Ort auf eine sehr charakteristische Art und Weise und bieten gute Anknüpfungspunkte für die Entwicklung funktionierender Nachbarschaften und neuer Quartiere. Der Blankenburger Süden befindet sich in einer landschaftsräumlich besonderen Lage. Noch heute sind Einblicke in Ursprungslandschaften aus der Tiefe der Zeit, der Deep Time, möglich. Die Barnim-Hochfläche ist hier als Folge der eiszeitlichen Entwicklung durch die Topografie in den Wassersystemen der Panke und in den unterschiedlichsten kulturlandschaftlichen Ausgangsböden lesbar. Die Malchower Aue und der als Hochpunkt wahrnehmbare Mörderberg bzw. Marderberg, hier in Rot dargestellt, schaffen besondere landschaftliche Bezugspunkte. Sie sind im Berliner Umland Orte mit potenziell hoher Freizeitqualität. Betrachtet man die gebaute Umgebung, so befindet sich der Blankenburger Süden im Bereich der als Barnimer Dörferweg bezeichneten Abfolge dörflicher historischer Siedlungsgründungen entlang der Barnim-Kante. Neben Lübars, Arnsfelde und Karo im erweiterten Umfeld ziehen hierzu auch die in direkter Nachbarschaft gelegenen Ortskerne von Blankenburg, Malchow und Heinersdorf. Bis heute sind die Anger- und Straßendörfer als Kernzellen der städtebaulichen Entwicklung erkennbar. Sie sind zugleich gebauter Ausdruck des jeweiligen örtlichen Gemeinwesens. Wachstum am Stadtrand aus den örtlichen Potenzialen heraus sollte unserer Einschätzung nach genau hier ansetzen und die historischen Vorbilder für die zukünftige Entwicklung nutzen. Nach der Deep Time und den historischen Dörfergründungen folgte eine weitere, dritte kulturlandschaftliche Überformung des Planungsgebiets. So dienten die weitläufigen Wiesen des Blankenburger Südens vormals als Rieselfelder,
die bis heute in Linia ausgerichteten Gräben und Wegen mit angelagerten Baumreihen und Landschaftshecken erkennbar sind. Die Überformungen als Industriestandort sind bis heute sowohl im Norden mit dem aufgelassenen FATW-Standort und im Süden mit dem Gewerbegebiet Heinersdorf deutlich erkennbar. Sie sind sowohl auf landschaftlicher als auch auf baulicher Ebene erlebbar und prägen heute ihr Umfeld. In dieser Lage, zentral und doch ländlich randstädtisch, stellt sich die Frage, wie eine angemessene städtebauliche und landschaftsräumliche Entwicklung eingeleitet werden kann, die die vorhandenen Nachbarschaften respektiert und die Lage am kulturlandschaftlich geprägten Stadtrand nutzt, um ein neues, lebenswertes Stadtquartier entstehen zu lassen. Für uns bietet das Werkstattverfahren die Gelegenheit, eine Lösung aufzuzeigen, die die Chance zur Verwirklichung ländlicher Lebensstile am Stadtrand nutzt und gleichermaßen von der Entwicklung randstädtischer, urbaner Dichte profitiert. Wie sieht unsere Vision für das Leben mit der Landschaft im Blankenburger Süden nun aus? Unser Entwurf setzt an bestehenden Standortqualitäten an und begegnet den Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, um Mehrwerte für die derzeitigen und zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen zu schaffen. Das landschaftsräumliche Grundgerüst unseres Entwurfs bilden drei Landschaften, in denen die vorhandenen örtlichen Potenziale zu eigenständigen Raumprägungen weiterentwickelt werden. Das Gartenland ist als parkartiger Freiraum Vermittler und Verbinder am bestehenden Ortsrand. Freizeit- und Erholungsangebote mit Spiel- und Sportflächen sowie Gemeinschaftsgärten und Parkwege schaffen Verbindung und neue Nutzungsangebote für alle angrenzenden Nachbarschaften. Das Ponyland schafft Übergänge in die Kulturlandschaft. Es sichert bestehende Baumreihen und Landschaftshecken. Die Feldflur bleibt bis tief in den neuen Siedlungsbereich erfahrbar. Die Stadt atmet hier Landschaft. Der Name ist Programm. Die Wohnlagen entstehen an der Schnittstelle zu großzügigen Grünlandflächen und urbanen Landwirtschaftsfeldern, die einen ländlichen Lebensstil mit hohem Freizeiterlebniswert ermöglichen. Das Schwammland wird als feuchte Wildnislandschaft entlang des Schmöckfuhlgrabens weiterentwickelt. Umwelterfahrungsräume, die Stärkung des Biotopverbunds und die Nutzung überschüssigen Niederschlagswassers für die Entwicklung einer aquatischen Wald- und Halboffenlandschaft sind hier die Kernziele der Freiraumqualifizierung. Auf dieses Freiraumgerüst stützt sich die bauliche Entwicklung des Blankenburger Südens. Sie bildet einen Stadtteil mit drei voneinander differenzierten Quartieren, die sich als Neuinterpretation des historischen Angerdorfs verstehen. Jedes dieser Teilquartiere formiert sich um einen spezifisch geprägten Anger. Diese linearen Plätze bilden jeweils zentrale Räume, um die sich die öffentlichen Einrichtungen und Versorgung konzentrieren und kurze Wege schaffen, aber auch den Stadtteil in lesbare Einheiten unterteilen. Als letztes Passstück der städtebaulichen Entwicklung im Nordosten Pankows legt der Blankenburger Süden ein besonderes Augenmerk auf seine Schnittstellen und Übergänge zum vorhandenen Stadt- und Landschaftsraum. Er vermittelt einerseits zu den bereits vorhandenen baulichen Strukturen und arrondiert den dörflich geprägten Bestand in einer verträglichen Höhenentwicklung und verwebt andererseits den neuen Stadtteil über bestehende und neue Verbindungen in den Landschaftsraum und berücksichtigt vorhandene Biotope. Die einzelnen Quartiere möchten wir Ihnen nun der Reihe nach von Süden nach Norden, sozusagen von der Innenstadt kommend, einzeln vorstellen. Unsere erste Station ist dabei das gewerblich geprägte Quartier Produktiv am Schmöckpfuhlgraben in Heinersdorf. Die vorhandene gewerbliche Nutzung, insbesondere des südlichen Teilgebiets, bleibt als produktiver Standort erhalten, allerdings nicht in seiner heutigen Gestalt, sondern als Produktionsstandort neuen Typs, der vorhandene Betriebe integriert und Spielräume für neue Formen der gewerblichen Produktion aufzeigt. Er schöpft seine besondere Qualität aus der direkten Nachbarschaft zu den verwilderten feuchten Arealen des Schwammlands zwischen Schmöckpfuhlgraben und Heinersdorfer Graben. Als Naherholungs- und Entdeckungsort bietet das Schwammland Anwohnerinnen und Anwohnern, kleinen und großen Forscherinnen und Forschern, aber eben auch den Gewerbetreibenden und Arbeitenden als besondere Standortqualität ein Naturerlebnis hautnah. Unter Beachtung also der bestehenden baulichen Strukturen werden im neuen Stadtquartier Heinersdorf dringend benötigte gewerbliche Flächen auf ca. 30 Hektar Fläche so platzsparend wie möglich entwickelt. Im Teilbereich um den Schmöpfelgraben bietet das Quartier eine aufgelockerte Grundstruktur, die es erlaubt, den neuen Produktionsstandort ähnlich einem Campus eng mit dem Schwammland zu verzahnen. Hier bietet sich also eine ganz besondere Qualität des Arbeitens im Grünen.
Die Ergänzung von Bildung und Freizeitnutzungen machen den vor allem gewerblich genutzten Standort auch nach 17 Uhr attraktiv und schaffen eine Frequenz in den Randzeiten des Tages. So entsteht insgesamt ein attraktives Arbeitsumfeld mit besonderen Freiraumqualitäten. Arbeiten, wo andere spazieren gehen. Je nach Lage im Quartier entstehen aber auch andere Möglichkeiten. In der ersten Reihe, direkt entlang der Tramlinie, bietet das Quartier klassische Gewerbeflächen mit einem repräsentativen Charakter. Auch hier formuliert der neue Arbeitsort mit nachhaltigen Baumaterialien, begrünten Fassaden und blaugrünen Dächern einen zeitgemäßen Anspruch. Geteilte Maschinenparks wie 3D-Plotter oder halböffentliche Kantinen vernetzen die Gewerbetreibenden untereinander und sorgen für ein besonderes Wir-Gefühl. Um den Anger gruppieren sich neben gewerblichen Nutzungen auch Dienstleistungs- oder Einzelhandelsbetriebe, die ein Angebot für das gesamte Umfeld in Heinersdorf bereitstellen. Verlassen wir nun das Quartier in Heinersdorf und bewegen uns entlang der Tramlinie N2 in Richtung Norden. Nächste Station, die Rieselfelder. Das Quartier im Bereich der ehemaligen Rieselfelder bildet das bewohnte Herz des neuen Blankenburger Südens. Gut 3/4 der angestrebten Wohnbebauung wird sich nach unserem Vorschlag hier wiederfinden. So leistet das Quartier einen wichtigen Beitrag zum dringend benötigten Wohnraum in der Hauptstadt. Der neu geschaffene Wohnraum im Quartier soll nicht nur bezahlbar sein, sondern vielfältigen Raum für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, Wohnformen und Wohnbedarfe bieten. Es ist als kompaktes, gemischtes Quartier angelegt und bietet unterschiedlichste Lagen mit verschiedenen Typologien und besonderen Qualitäten im Freiraum. Im Übergang zur Kulturlandschaft im Osten entstehen im Ponyland neue Lagen für das Leben und Wirtschaften mit der Landschaft. Neue Lebensorte entstehen an der Schnittstelle zu großzügigen Grünlandflächen und urbanen Landwirtschaftsfeldern, die Nutzungsangebote in Richtung solidarischer Landwirtschaft und ländliche Lebensstile mit einem hohen Freizeiterlebniswert ermöglichen. Kleinteilige individuelle Wohnformen finden genauso ihren Platz wie kleinere Geschossbauten, die ihren Reiz aus dem großartigen Blick in die offene Landschaft beziehen. Private und gemeinschaftliche Freiräume bilden ein vielfältiges Angebot für alte und neue Stadtbewohnerinnen. Begeben wir uns einen Schritt weiter ins Zentrum zum urbanen Anger. Hier schlägt nun wirklich das Herz des Blankenburger Südens. An diesem Ort finden sich alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs, die den Weg in die Berliner Innenstadt immer weniger notwendig erscheinen lassen. Hier sind alle Nahversorgungsangebote zu finden. Ebenso kulturelle Angebote wie eine Stadtteilbibliothek oder die Volkshochschule werden hier vertreten sein. Regionale Produkte können in der Markthalle erworben werden. Ein sonniger Platz im Norden des Angers lädt zum Verweilen und zum Aufenthalt ein. Die urbane Mitte des Teilquartiers weist eine städtische Dichte mit durchschnittlich 6-geschossiger Blockrandbebauung auf. Es befinden sich hier unterschiedliche Wohnformen, wie man sie auch in anderen Berliner Quartieren findet. Die Geschosswohnungen werden durch gemeinschaftliche Nutzung der Dachflächen und der Gärten in den Höfen ergänzt. Offene Erdgeschosse bieten Raum für Einzelhandel und Dienstleistungen. Neue hochwertige Arbeitsplätze mit optimaler Verkehrsanbindung finden sich in den Obergeschossen. Sie sorgen für die urbane Mischung, wie man sie auch aus innerstädtischen Bereichen der Hauptstadt kennt und auch schätzt. Zum westlichen Rand verbindet sich der neue Stadtteil über das Gartenland mit den bestehenden Nachbarschaften. Es hat also den Charakter eines urbanen Stadtparks, der zu den umgebenden Siedlungen, zum Beispiel der Erholungsanlage entlang der Heinersdorfer Straße, vermittelt und den vorhandenen Freiraum ergänzt. Im Gartenland finden sich Angebotsflächen für Klein- oder Gemeinschaftsgärten, für Freizeit- und Erholungsangebote sowie für Spiel- oder auch Sportangebote. Baulich entwickelt sich zu den Gebietsrändern und entlang des Gartenlands ein eher kleinteiliger, niedriger Geschosswohnungsbau im Bereich von 3 Geschossen.
Diese bieten meist direkten Zugang zu gemeinschaftlichen oder öffentlichen Grün- und Freiflächen. Auch Schulen und andere soziale Angebote befinden sich an den Schnittstellen zum Gartenland. Das Gartenland macht aber nicht nur Angebote als Aufenthaltsraum, sondern es ist auch als verbindender Raum in Richtung Blankenburg gedacht, was uns nun zu unserer letzten Station führt. Diese ist das nördliche Quartier mit dem Titel Anders wohnen und arbeiten am Blankenburger Pflasterweg. Wie der Lageplanausschnitt hier zeigt, reicht das Gartenland bis an das Freiraumsystem des Fließgrabens heran. Eine großzügige übergeordnete Wegeverbindung bindet den Blankenburger Anger an das Gartenland an. Der Übergangsbereich nach Blankenburg bietet beste Möglichkeiten für weitere Bildungs- und Freizeitnutzungen entlang des Fließgrabens. Ein großzügiger grüner Anger integriert eine vorhandene Gehölzinsel, strukturiert das Quartier und schafft Distanz zwischen den verschiedenen lärmunverträglichen Nutzungen. Funktional aufgeladen wird er als Bildungscluster durch die Anordnung der Gesamtschule an dieser Stelle. Es entsteht also ein abwechslungsreiches Neben- und Miteinander von Wohn- und Gewerbeflächen, Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorten, Schulen und Freizeiteinrichtungen. Auch dies stärkt das angestrebte Ziel eines gemischten Stadtquartiers der kurzen Wege. Auch beim Thema Mobilität spielt die Idee eines Quartiers der kurzen Wege eine entscheidende Rolle. Doch nicht nur der lokale, im Quartier entstehende Verkehr muss im Blankenburger Süden abgewickelt werden, auch übergeordnet spielt das Gebiet eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung der Mobilität im Berliner Norden. Blankenburg und Heinersdorf sind bekanntlich derzeit stark vom Individualverkehr belastet. Als Teil der Verkehrserschließung Blankenburg führt eine zentrale Straße vom Blankenburger Pflasterweg durch den Blankenburger Süden. Der Blankenburger Pflasterweg übernimmt im Westen zukünftig die Erschließungsfunktion für das nördliche Teilquartier und wird zur regulären Stadtstraße zurückgestuft. Die Erschließung innerhalb des Quartiers erfolgt für den motorisierten Individualverkehr über eine kompakte Ringerschließung mit Sammelstraßen. Die übrigen Straßenräume, die sogenannten Wohnwege, werden als Mischverkehrsflächen gleichberechtigt für alle Verkehrsarten ausgelegt. Im öffentlichen Verkehr bildet die Tramlinie der M2 das Rückgrat. Sie verbindet auf direktem Weg alle Teilquartiere des Blankenburger Südens. Schnelle Fahrradrouten sind durch das Gartenland und Schwammland weitgehend ungestört vom Autoverkehr vorgesehen. Das Wegenetz ist mit den bestehenden Wegenetzen im Umfeld eng verzahnt, sodass ein durchlässiges und gut vernetztes Stadtquartier entsteht. Der ruhende Verkehr, also das Parken, wird gebündelt und nicht im Straßenraum organisiert. Dazu dienen 7 gut erschlossene Quartiersgaragen, die ausreichend Raum für Stellplätze bieten. Das auf fußläufige Einzugsgebiete ausgerichtete System von Quartiersgaragen mit Mobilitätsstationen an strategischen Orten stützt das ÖPNV-System durch eine lückenlose Mobilität von Tür zu Tür. Der Blankenburger Süden bietet die Chance zur Entwicklung eines klima- und umweltschonenden Stadtquartiers mit hoher Lebensqualität durch attraktive Stadt- und Grünräume. Wir suchen mit unserem Beitrag nach Lösungen für eine grüne Infrastruktur, die die ökologische und klimagerechte Stadtentwicklung fördert. Die 3 großen Landschaftsbausteine an das bestehende Freiraumsystem mit den natürlichen Abflussgebieten, dem Fließsystem des Panketals, dem Fließgraben und dem Schmöckfuhrgraben an. Das Schwammland, das Gartenland und das Ponyland werden entsprechend der gegebenen Topografie als großflächige Retentions- und Überlaufflächen für Starkregenereignisse genutzt. In den Teilquartieren werden klimaaktive blau-grüne Regenwasserbewirtschaftungsflächen in allen Straßenräumen integriert. Straßenbäume gliedern die öffentlichen Erschließungsflächen, spenden Schatten und Verdunstungskühle in sommerlichen Hitzeperioden. Das Regenwassermanagement baut auf dem Kaskadenprinzip auf. Dachflächen und Straßenräume werden zur Rückhaltung und Verdunstungskühlung genutzt.
Wohnungsnahe Grün- und Freiflächen, die Begrünung von süd- und westexponierten Fassaden sowie die über das Regenwassermanagement mitversorgten Straßenbäume unterstützen die Zielsetzung der Entkopplung von Bauflächenentwicklung und klimatischen Negativeffekten. Die städtischen Angerplätze und Hoflagen profitieren von der Nähe zu den drei großen Landschaftsbausteinen Gartenland, Ponyland und Schwammland. Hier können Freiraumaktivitäten angeboten werden, für die in klassischen Entwicklungsbereichen der inneren Stadt normalerweise kaum Spielräume bleiben. Im Zusammenhang mit der Nähe und Erreichbarkeit der angrenzenden grün geprägten Stadt- und Landschaftsräume machen diese Angebote die besondere Qualität und Eigenart des zukünftigen Blankenburger Südens aus. Im letzten Kapitel möchten wir noch einen Blick auf die möglichen Umsetzungsschritte im Blankenburger Süden werfen. Begonnen wird diese Entwicklung durch die Verlängerung der Tram und den Bau der VEB als verkehrlichem Rückgrat des neuen Quartiers. Ausgehend von dieser zentralen Achse entstehen erste Gebäude rund um den urbanen Anger auf den Rieselfeldern und den produktiven Anger im Anschluss an Heinersdorf. In dieser frühen Phase werden auch bereits erschlossene Flächen im Anschluss an den Bestand entwickelt. Ebenfalls werden die benötigten Schulen und Infrastruktureinrichtungen frühzeitig umgesetzt. Bestehende gewerbliche Nutzungen können zumindest zeitweise in die Neubebauung integriert werden. In den späteren Bauphasen erfolgt dann das Stadtwachstum von innen zu den Rändern. Insgesamt entsteht ein lebendiges neues Stadtquartier mit einer verträglichen Dichte, vielfältigen Nutzungen und kurzen Wegen, das sich sowohl durch seine gewählte Form als auch durch das breite Nutzungsangebot mit den bestehenden Nachbarschaften verknüpft. Unser Projekt Leben mit der Landschaft zeichnet sich als Vermittler zwischen den städtischen und ländlichen Wohn-, Arbeits- und Lebensformen und vor allem durch seine Lokalität aus. Unser Entwurf bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen urbaner Dichte und ländlicher Weite, zwischen qualitätvollen Freiräumen und städtischem Leben, um zukünftig ein Leben mit der Landschaft im Blankenburger Süden möglich zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.